Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuschauer, zu Alte Weiße Männer empören sich mit Wladimir Kamina und Philipp Breitzer und Bill. Ja, wir begrüßen euch herzlich zum besten und unregelmäßigsten Podcast aller Zeiten. Eigentlich sollten wir im September. Ja, wir wollten im September direkt voller Engagement aus der Sommerpause kommen. Jetzt ist Januar, aber ist Januar nicht besser als September? Das Wetter war wahrscheinlich Ende September genauso wie jetzt im Januar, deswegen fällt das in Deutschland so ein bisschen. Ja, das Wetter ist auch nicht mehr das, was es einmal war. Ja, genau, richtig. Früher war das viel besser. Ich erinnere mich nicht an das Wetter aus dem vorigen Jahrhundert. Obwohl ich an meinen Büchern sehen kann, wie sich die Wetterverhältnisse ändern. Doch, wann habe ich angefangen? Ich habe ja das erste Buch im Jahr 2000 geschrieben, Russendisco. Da war das Wetter noch in Ordnung. Ich blättere oft in meinen eigenen Werken, um zu schauen, was eigentlich gewesen war. Man vergisst alles sehr schnell. Mhm. Und erst in den letzten 3-4 Jahren finde ich fast in jedem Kapitel solche Sätze. Der Sommer war sehr heiß geraten, die Sonne knallte. Oder im Winter eben so kein Schnee, die ganze Zeit nur Regen. Also es schon muss was Wahres dran sein an diesem Klimawandel, tatsächlich. Ja, und die Frage ist vielleicht auch ein bisschen, also ob ein Teil dessen, an was wir uns erinnern, ist, ob das ein Altersthema ist. Also das Thema unseres heutigen Gesprächs ist älter werden oder älter sein? In Würde altern? Ja, oder Golf spielen gehen. Ich habe nie Golf gespielt. Das ist wirklich, also das Nein? ist für mich, ist das nicht ein amerikanisches oder ist das ein englisches Spiel? Ich glaube, es ist ein Spiel für Leute mit Geld. Aber weil du dafür gleich ein ganzes Feld kaufen musst. Ja, du musst, ich glaube, auch das, aber du kannst ja auch auf den Platz gehen, aber das ist ja, also dafür brauchst du ja Platzreife zum Beispiel. Du kannst ja nicht, also auf dem Fußballplatz kannst du ja einfach draufgehen mit dem Ball, egal wie scheiße du Fußball spielst. Beim Golfplatz brauchst du erst eine Golfreife und die Platzreife kriegst du erst, wenn du die erworben hast. Das Einzige, was du machen kannst, ist diese Driving Range, diese Kästen nebeneinander, wo jeder so einen Sack voller Bälle kriegt und dann kannst du mit deinem Schläger dahin gehen, in der Hoffnung, dass du so einen Ball triffst. Ich wohne ja zum Teil in Brandenburg. Ja. Ganz Brandenburg ist ein einziges Golffeld. Da kannst du wirklich... Du könntest bei dir vom Garten aus einfach in den See. Wir haben eine Wühlmäuse, machen unglaublich viele Löcher. Da fällst du selbst rein. Ja? Okay. Da brauchst du eigentlich gar keinen Ball. Du kannst mit so einer Wühlmaus dann irgendwie spielen. Ah, okay. Du kannst ins Loch. Ja. Jetzt wäre die Frage, waren früher die Wühlmäuse auch schon so groß oder ist das auch durch den Klimawandel bedingt? Ich habe sie nie gesehen. Ich habe nur die Ergebnisse ihrer Tätigkeiten gesehen. Das sind für mich total geheimnisvolle Wesen, wie alte Ägypter. Also du hast die Pyramiden halt gesehen, aber die Bauarbeiter nicht. Okay. Und so ist das auch mit Wühlmäusen. Vielleicht sind das gar keine Wühlmäuse. Ich habe jetzt letztens witzigerweise gehört, irgendwo hat man einen Mull, so, das ist ja so eine Nagetierart, entdeckt, von dem man dachte, dass der schon seit 90 Jahren komplett ausgestorben ist, aber der war gar nicht ausgestorben. Der hat sich nur bloß versteckt. Ja, der buddelt am Strand, im Sand, aber so tief, dass ihn keiner sieht. Also keiner, ich weiß auch gar nicht, wie die auf den gestoßen sind, aber auf jeden Fall irgendwie haben sie jetzt festgestellt, das Tier ist gar nicht ausgestorben. Es hat sich einfach vom Acker gemacht. Es hat sich einfach so weit tief fest verbuddelt. Normalerweise siehst du auch nie diese ganzen Lebewesen, die Löcher in die Erde bohren. Nein. Dafür bohren sie auch Löcher, damit man sie nicht sieht. Du kennst doch auch am Strand im Norden diese Löcher von Würmern. Mhm. Hast du jemals einen gesehen? Nein. Nein. Wer weiß, ob das überhaupt Würmer sind. Doch, die sind da irgendwo das drin. Das sind die Schnorchel von den russischen Agenten, die sich da schon kurz nach dem Zweiten Weltkrieg vergraben haben und auf ihren Einsatz warten. Die haben so einen Strohhalm im Wattenwerk. Du verteufelst russische Agenten. Was so du? Schlau sind sie auch. Entschuldigung, ich dachte, das wäre jetzt ein Kompliment an die Standhaftigkeit oder so, so lange im deutschen Schlamm zu liegen. Aber zurück zu unserem Thema. Woran würdest du heute dieses Älterwerden überhaupt messen?
Es gibt kaum noch Einsatzpunkte. Ich glaube, dass dieses, das Altern früher doch eine wichtige gesellschaftliche Form war. Ja. Also, dass man quasi Menschen voneinander unterscheidet. Zum Beispiel nach der Länge des Bartes. Je länger Bart, umso älter die Menschen. Ja. Und heute hast du umgekehrte Situation. Sehr viele junge Menschen tragen Bärte und die Alten gar nicht. Ja, das stimmt allerdings. Ich glaube, das hat, also die Bedeutung des Älterseins hat, glaube ich, einfach damit abgenommen, dass es immer mehr werden. Also früher sind die Menschen im Durchschnitt 45 geworden, danach war Ende. Ja? Heute wirst du ohne Probleme 90, das heißt, ne, also doppelt so alt. Ja? Und dann haben wir natürlich so ein bisschen so dieses Alterspyramiden-Ding. Wir haben diese Boomer-Generation, das heißt, also im Moment gibt es ja mehr Alte als Junge. Also wenn du früher auf dem Dorf so ein Methusalem mit 60 warst, der 60 Jahre erlebt hat, dann warst du natürlich für die gesamte Dorfgemeinschaft das absolute Highlight. Also jede Menge persönliche Erfahrung, du konntest erzählen, du kanntest im Endeffekt alle und die Hälfte davon ist auch vor dir gegangen. Das ist ja heute nicht so. Heute ist es ja kein Problem mehr alt zu werden. Und die verloren auch mit dem Alter, denkst du nicht? Also wir? Früher, ne, nein, na, wir auch natürlich, wenn wir uns jetzt als alt bezeichnen würden. Aber normalerweise. Wir sind mittelalt, wir haben so Halbzeit erreicht und von hier aus können wir einen Blick in die vergangene Hälfte unseres Lebens werfen und einen Ausblick erahnen auf das, was noch kommt. Vielleicht. Wenn wir es können. Ich erinnere mich kaum an das, was vor 4 oder 3, 5 Jahren war. Die Sache ist die, ich glaube, früher war Alter ein Synonym für Weisheit. Ja. Und heute eher umgekehrt. Je älter, umso abgehängter. Blöder, ja. Ja. Also die Verblödung greift nicht nur bei den jungen Menschen wie früher, sondern eher bei den Alten. Sie, ja. Je älter sie werden, umso mehr Ängste sie haben, umso mehr sind sie politisch engagiert, ja, zum Beispiel. Ja, aber technologisch überholt. Keine Digital Natives, die Alten sind nicht mit einem Handy groß geworden. Ich glaube ja, also den Großteil der Menschheit war es ja so, dass du dein Wissen und deine Erfahrung, das hast du ja alles im Endeffekt erlernt. Also, ja, Zeit deines Lebens. Und dadurch hast du durch je mehr Zeit, du hattest natürlich auch mehr Fähigkeiten, mehr Erkenntnisse gesammelt. Aber heute, im Zeitalter vom Internet, kannst du ja theoretisch dir als 12-Jähriger das Wissen schaufeln auf deine Festplatte, dir aneignen mit Tutorials oder wie auch immer, für das man früher ja Jahrzehnte Erfahrung gebraucht hat. Und ich glaube, dass das vielleicht ein bisschen dafür sorgt, für dieses Empfinden, dass auch die Alten mit blöder werden und nicht weiser. Ja, die Weisheit ist nicht so sehr, wie man etwas macht, ja, wie kann ich jetzt die Batterie auswechseln da bei meinem Auto? Google ich mal. Ja. Sondern die Weisheit ist in meinen Augen etwas Grundlegenderes. Eine Vorstellung von dem Bau der Welt. Und ja, das haben die Menschen nicht, glaube ich. Je mehr Informationen sie aufnehmen, umso weniger verstehen sie, wo sie eigentlich sind und wer sie eigentlich sind. Ja, und ich glaube, aber wenn du dir die Leute so anschaust, finde ich, die meisten wollen ja auch gar nicht alt werden. Also die meisten wollen ja jung bleiben. Und ich glaube, das ist nicht nur was in, also nicht nur so eine Optik im Sinne von, also, weißt du, dass du immer eine schöne, straffe Haut hast, ja, und deswegen Anti-Aging-Produkte nimmst. Ich glaube, das ist auch eine Kopfsache. Wenn ich mir, also auch junge Menschen nehmen Anti-Aging-Produkte. Ja, herzlichen Glückwunsch. Das ist ja die Vorbeugung. Die Vorbeugung, ja, genau, des Alterns. Es gibt. Du musst früher. Die Menschen gehen zum Arzt nicht, weil sie krank sind, sondern weil sie krank werden können. Ja, Angst haben, krank zu werden. Diese Vorbeugung, das ist super deutsch. Ja. Das gehört zu dieser Wohlstandsgesellschaft, auf jeden Fall. Aber ich wollte dir nur ganz kurz an einem Beispiel zeigen, warum die Alten jetzt viel politisch engagierter sind als die Jungen. Normalerweise. Das ist umgekehrt. Umgekehrt, genau. Natürlich. Die Jugend geht auf Demos,
die Jugend geht auf Barrikaden, die Jugend protestiert. Ja, es ist doch, und also die Alten sind zu Hause. Genau, es war doch die Aufgabe grundsätzlich der Jugend bis dato alles Althergebrachte anzuzünden, abzufackeln, aus der Asche was Neues zu bauen. Jetzt habe ich eine interessante Theorie gelesen, dass diese pro-palästinensische Demos in Deutschland AfD und die Rechten überhaupt so weit bringen in politischen Umfragen. Ah. Weißt du wie? Nein. Die Jugend geht demonstriert. Wer geht zu diesen pro-palästinensischen Demos? Die Jugend. Okay. Die Jugend mit dem Rest dieses sozialen Bewusstseins will für die Schwachen, für die Unterdrückten, für die Kolonisierten auf die Straße gehen. Ja, die Jugend geht auf die Straße. Aber die Jugend geht nicht zu der Wahlurne. Sie geht nicht zu, nicht wählen. Das ist nicht so lustig wie Demo. Die Alten gehen nicht zu Demo. Sie gucken sich diese Demos an im Fernsehen, sehen diese junge Menschen mit Bärten, als wären sie schon alt, und denken, oh oh, nee, dann gehen sie alle wählen und wählen eben die Falschen. Okay. Also so bringt die, also eigentlich bringt die Linke Jugend die ältere Generation, die Rechte an die Macht. An die Macht. Das ist eine interessante Frage. Und das hat auch. Das auch müsste man aber, wenn man weise wäre und nicht nur alt, müsste man das doch durchschauen. Ich glaube, dass mit dieser Länge leben Problematik, das Thema Weisheit einfach vom Tisch ist. Mhm. Weil es gibt gar keinen Grund mehr, weise zu werden. Weil du hast ja Google. Du hast Google, du musst auch nichts selbst regeln im Grunde genommen. Mhm. Du bist sowieso auf die Strukturen angewiesen, die dich füttern, die dich am Leben halten. Du bist ein Gemüse, also ein Frucht im Grunde genommen. Ja. Urban Gardening, nur halt nicht mit Pflanzen, sondern mit Menschen. Was ich aber interessant fand, war der Punkt, der du gesagt hast, dass du gesagt hast, also die Leute gehen zur Vorsorge. Es gibt einen Tech-Milliardär, der hat irgendeinen PayPal-Vorläufer oder ein ähnliches Bezahlsystem irgendwie entwickelt, hat das irgendwann mal verkauft. Der hat sich zum Ziel gesetzt, der ist jetzt also so in meinem Alter, also Mitte 40, und sein Ziel ist es, seinen Körper in Gänze auf den Zustand eines 18-Jährigen zu bringen und da zu halten. Ja, ja, das der macht aber nichts anderes, verstehst du? Also der hat einen, also der hat ganz viele Sensoren, alle seine Organe werden irgendwie jeden Tag überprüft. Und hat ein entsprechendes KI, also der glaubt, hat sehr viel Glauben in die KI, die ihm dann sagt, was er essen darf, was er trinken darf. Der isst dann irgendwann das letzte Mal am Tag um 11.30 Uhr und geht um 20.30 Uhr schlafen und nimmt 110, 112 Nahrungsergänzungsmittel heißt das. Genau, ja, Tabletten am Tag, genau. Und dann muss er noch unter hier eine Lampe und da noch was. Und sein Ziel ist im Endeffekt, also eigentlich so die Unsterblichkeit möglich zu machen. Also natürlich möchte er das für jeden, weil er sagt, die Pillen kosten irgendwie hier, der ganze Kram kostet 1200 Dollar im Monat. Also ne, ist eigentlich für jeden bezahlbar. Und also sei ihm ja gegönnt, aber mein Gedanke war so, aber was hast du denn von einem Leben, ja, das sich nur darum dreht, also länger zu leben, aber du lebst es ja nicht, weil du, also du bist ja die ganze Zeit damit beschäftigt, dich, also... Na, das Interesse hast du, das ist, die Wette läuft. Schaffst du es oder schaffst du es nicht? Oder eines Tages, oder vielleicht verarscht dich deine KI und eines Tages fühlst du dich plötzlich total alt und die KI sagt, ha, ha, ha. Weißt du? Ja, aber vielleicht wird der KI das auch irgendwann langweilig, dir den ganzen, also vielleicht hat die nach 400 Jahren gar keinen Bock, dir zu sagen, oder die KI mischt irgendwelche anderen Nahrungsergänzungsmittel da rein in deine tägliche Ration. Du denkst dich so, komm, jetzt haben wir den 400 Jahre total super ernährt und jetzt gibt es morgens mal einen Cognac ins Müsli. Mal gucken, was passiert. Naja, aber nein, aber die Frage ist doch, guck mal, also das ist, wenn deine ganze Lebenszeit, also von, ich sag jetzt mal, von 9 Uhr bis 20.30 Uhr ist jetzt auch nicht viel Lebenszeit, von 24 Stunden, aber egal, also da, sich da drum dreht, das Leben zu verlängern, hast du doch gar keine Zeit, das Leben zu leben. Weißt du, was ich meine?
Du kannst ja... Du lebst nur des Lebens willen. Genau, du kannst nicht saufen, du gehst nicht feiern irgendwie, du machst nicht mal eine Nacht durch. Aber wenn es dir Spaß macht, warum nicht? Also ich finde nicht, dass das irgend so ein universelles Lebensziel für alle geben soll. Dass alle für Spaß oder für Glück oder manche vielleicht ein Schachspiel und andere interessieren sich sehr zum Beispiel für Nahrungsergänzungsmittel. Das kann ich sehr gut verstehen auch. Das heißt, das wenn alle anderen drumherum tanzen, dann ja, kann man wie, auch... Wie das wirkt es auf mich aus, wenn ich dies und jenes nehme, wenn ich nichts esse? Das ist eine interessante, spannende Geschichte. Und also werden alle, Philipp ist nichts dagegen zu sagen. Und werden alle um mich herum interessanter, wenn ich mir das alles schon zum 40. Mal angeguckt habe? Also meine Theorie ist, dass diese Geschichte mit der Lebensverlängerung eigentlich aus der wissenschaftlichen Sicht schon längst ausgereift ist. Wenn die Menschen anstatt jetzt irgendwelche komischen Raketen zu bauen, jetzt nur diesen wissenschaftlichen Strang verfolgen würden. Ja. Dann hätten sie alle schon bestimmt 120, 130 Lebensjahre haben können. Das ist halt nicht gefragt, das wird dann jedem individuell überlassen, mach aus deinem Leben, was du willst. Aber wir bauen Raketen. Ja, bringt mehr Spaß, mehr... Mhm. Fühlt sich besser an. Fühlt sich besser an. Ja. Aber was ich übrigens interessiert... Hinter dieser Lebensdauer, entschuldige, dass ich mich unterbreche, liegt, glaube ich, wie oft so im Leben, doch irgendein Geheimnis, das von uns nicht abhängt und auch mit dem Werkzeug Wissenschaft, Forschung nicht zu lösen ist. Mhm. Woran es liegt, weiß ich nicht und ich habe noch bei keinem Wissenschaftler gelesen eine vernünftige Erklärung dafür. Jede Population geht irgendwann mal unter. Mhm. Ja. Dafür muss sie nicht mal ihren Lebensraum voll ausgeschöpft haben. Das passiert einfach. Ja. Und jetzt sagen die Wissenschaftler, wir sind jetzt 8 Milliarden, wir werden keine 10. Mhm. Wir werden irgendwie 9,8, 9,7 und dann geht es runter. Die Menschen bekommen jetzt überall weniger Kinder. Mhm. Nicht nur in wohlhabenden Ländern, sondern auch in Afrika, in Asien, da wo sie früher nichts anderes gemacht haben, nur Kinder, Kinder, Kinder. Jetzt bekommen sie überall weniger Kinder, also keine Lust. Und das passiert mit der Population. Und dann entweder evolutioniert sie, was ich mir schwer vorstellen kann bei Menschen, wohin noch, oder in die KI. Naja, ich habe mehrmals gesehen bei uns in Brandenburg, wie die Holzkäfer evolutionieren. Das ist ein unglaubliches Bild. Weißt du, was passiert, wenn Holzkäfer zu viele werden? Nein. Ihnen wachsen die Flügel. Also die Hälfte stirbt und andere Hälfte kriegt Flügel. Ja, kriegt Flügel und fliegt Richtung neues Holz. Das ist gar nicht so schlecht. Naja, wahrscheinlich fällt bei das... Bei den Menschen, kannst du dir vorstellen, diese Geschichte bei den Menschen, wir dass sind die Hälfte schon drauf geht und sind, die andere Hälfte sich in eine Rakete setzt und zum nächsten Planeten fliegt? Naja, ich kann mir das nicht vorstellen, aber das ist doch der Hintergrund hinter diesen Long-Termists-Menschen, die doch glauben, dass der Sinn der Menschheit besteht, das Universum zu besiedeln. Das ist doch der Sinn, möglichst viele, keine Ahnung, Elon Musk möchte möglichst viele von seinen SpaceX-Raketen bauen und mit Menschen nach keine Ahnung wo schicken, damit die Menschen in der Lage sind, bevor sie hier aussterben, das Universum zu besiedeln. Das ist so ein bisschen ähnlich. Das Problem ist allerdings, diese Käfer werden sich ja wahrscheinlich von Jahr zu Jahr, also die haben ja jedes Jahr eine neue Generation, wir ja nicht. Also unsere Evolution, die biologische, läuft ja viel langsamer ab als bei schnelllebigen Lebewesen. Weißt du, was ich meine? Also der Borkenkäfer, Holzkäfer lebt. Ich glaube, das Problem, das wahre Problem, sind nicht die Käfer. Nein, sondern die Flügel, die fehlen. Das Problem ist Elon Musk. Und solche Menschen. Ja, das auf jeden Fall auch. Solche Menschen, die sich bemühen,
einen Lebenssinn für alle zu schaffen. Wenn das möchte ich ja gar nicht fliegen. Er möchte fliegen. Aber da hängen an seinen Hosen so viele Menschen und sagen, nee, du fliegst nirgendwo hin, du bleibst hier bei uns. Es gibt die Theorie, dass er in Wirklichkeit dann nur ein Alien ist, das nach Hause möchte. Das finde ich besonders Elon Musk? Ja. Und ich denke, was zurück zu Elvis und Michael Jackson? Komm du, schon. Ich gönne es ihm. Also, also bitte, kein Problem. Wir tanken eine Gratisfüllung. Tank. Wir spendieren Elon Musk Biodiesel zum Mars. Aber mit 15% Ethanol, damit das auch alles ökologisch korrekt abläuft. Ja, ist das ohne Ethanol nie ökologisch korrekt? Nee, sonst müsstest du das ja an der Zapfsäule nicht tanken, glaube ich. Er fährt ja mit Strom sowieso. Aber seine Rakete nicht. Ist das keine Tesla? Das ist keine Tesla, die fährt noch nicht mit Akku, glaube ich. Ich glaube, die fährt noch ganz normal mit Treibstoff und Rauchwolke und Bums hinter. Mit Sonnenenergie wäre es sicher einfacher. Bestimmt. Wind könnte auch helfen. Na egal. Aber was ich sehr interessant fand übrigens in diesem Artikel über diesen Menschen, der versucht, ewig zu leben, dass im Endeffekt festgestellt wurde, also nicht nur bei ihm, aber grundsätzlich, dass alle unsere Organe in einem unterschiedlichen Alter sich befinden. Also unsere Organe altern unterschiedlich, abhängig davon, wie du dich benimmst. Also wie du lebst. Wenn du viel trinkst, altert deine Leber. So, wenn du dich zu oft bückst auf der Baustelle, dann wahrscheinlich eher deine Wirbelsäule. Und das fand ich ganz interessant, weil da das würde man gerne als diagnostischen Ansatz für die Medizin nutzen, um zu sagen, ach so, ja, hören Sie mal irgendwie, ne, hier, Ihre Milz ist aber schon 5 Jahre älter, da müssen Sie jetzt mal drauf achten, das könnte auf das. Das fand ich interessant, weil wir uns Menschen ja eigentlich immer grundsätzlich als ein Lebewesen, als ein Organismus, als eine Welt betrachten. Letztendlich sind wir nichts anderes als ein Haufen zusammengewürfelter Organe, die in dieser... Und Lebewesen. 100 Millionen Mikroben, Bakterien. Plus die alles in diesen fleischigen Sack gesteckt und abmarsch. In unserem Mikrobiom. Ja. Da sind sehr viele Lebewesen. Und sie alle sind auch Teil dieser Schöpfung Mensch. Ja. Ja, aber ich kann dir dazu, wegen Organe unterschiedlich altern, ein gutes Lifehack geben, tatsächlich. Okay. Soll ich? Ja, schieß los. Also die Medizin sagt Folgendes. Exzesse bringen uns nicht um. Das ist eine sehr beruhigende Nachricht. Ja, wenn du einmal irgendwas Bescheuertes machst, ich weiß nicht, einen Liter Wodka innerhalb einer Stunde trinkst, wird mit sehr hohen Wahrscheinlichkeit dein Körper, dein Leber, dein Organ werden das überleben. Mhm. Was uns umbringt, ist die Regelmäßigkeit. Dabei muss es überhaupt nichts Gefährliches sein. Du isst jeden Tag zur gleichen Zeit ein Stück Weißbrot. Das wird am Ende dein Untergang sein, weil du dann nicht ein einziges Mal Nutella drauf geschmiert hast, zum Beispiel. Und dir richtig Regel, was gegönnt hast. Die Regel, nicht die Ausnahme, bringt uns um. Das ist aus meiner Sicht ein sehr interessanter Gedanke. Und welchen Schluss ziehen wir daraus? Wir müssen Abenteuer wagen. Vielfalt. Ja. Wir müssen jeden Tag was anders machen. Anders denken. Anders essen, trinken. Essen und anders schreiben. Ja. Andere Wege gehen. Andere Menschen kennenlernen. Der gleiche Weg. Das ist... Und die Menschen aber neigen zu dieser Regelmäßigkeit. Sie gehen immer die gleichen Wege. Ja. Und wollen das noch irgendwie an die nächsten Generationen geben. Du musst dahin gehen, sonst fällst du unter die Straßenbahn. Siehst Tradition, du, ich habe kein Bein, Tradition. Ja, genau. Das ist klar. Naja, aber Tradition soll doch das... Müssen wir neue Wege einschlagen. Es gibt nichts Allgemeingültiges, was für alle Menschen gilt. Deswegen sieht der eine 100-Jährige wie 20 aus und der andere 20-Jährige wie 100. Ja. Naja, aber ich glaube, dass das nicht passiert, hat, glaube ich, damit zu tun, dass viele Menschen sich vor dem Scheitern fürchten. Weil du, wenn du einen neuen Weg gehst, etwas Neues probierst, das ist ja ein Risiko. Das Alte kennst du ja. Also wenn du jeden Tag dein Toastbrot isst, weißt du ja, wie es schmeckt. Wenn du jetzt was draufschmissst, könnte es ja sein, dass das, was du draufschmissst, voll scheiße schmeckt.
Das ist dann Scheitern. Und das gibt es ja auch in anderen Dingen. Also das persönliche Vergnügen daran, auf die Fresse zu fallen und das als Erkenntnis zu verbuchen und sich aus dem Dreck wieder hochzustemmen, das ist, glaube ich, bei den Menschen nicht weit genug verbreitet. Aber das ist im Endeffekt doch das, worum es geht. Ich meine, wenn wir uns umgucken, das ist doch das Werkzeug, mit dem die Natur das alles hier erschaffen hat. Also Evolution ist doch nicht irgendein fester, strukturierter Plan. Evolution ist Fehler machen. Die Natur macht irgendwas an irgendwas Hörner dran oder Flügel und dann entweder überlebt das oder nicht. Und wenn nicht, dann eben was anderes. Philipp, wir haben Evolution nicht erreicht. Das war lange vor unserer Zeit. Nein, wir als Menschheit also wir nicht. Also wir jetzt, du und ich. Der Mensch, die menschliche Evolution ist zu Ende gegangen vor 100.000 Jahren. Nee, vor 40.000 war noch irgendwas. Man weiß nicht, wie viel war es. Aber Evolution ist immer unglaublicher Wirbel. Da sterben die ganzen Arten, das letzte andere Mal entstehen. Ja, es wird sehr viel herumgevögelt und gestorben. Das ist Evolution. Genau, das ist das letzte Mal passiert. Mensch ist stabil jetzt. Ja, jetzt. Er geht langsam, aber sicher drauf einfach. Ja. Das letzte Mal ist das witzigerweise passiert, als der Homo sapiens aus Afrika hier vorbeigekommen ist, im Neandertal bei Düsseldorf und da auf den Neandertaler getroffen hat. Man hatte ja gedacht, ich auch nicht. Ich habe meine Tabletten nicht regelmäßig genommen und war nicht oft genug in meiner Schlafkammer. Nein. In Düsseldorf? In Düsseldorf im Neandertal, genau. Da hat man ja zum ersten Mal also diese Art von Mensch entdeckt. Also nicht den Menschen selber, sondern seine Knochen und anderen Werkzeuge und so. Auf jeden Fall ist es so, dass man eigentlich davon ausgegangen war, die ganze Zeit, also der Homo sapiens als die überlegene Rasse oder Art, ja, Mensch ist vorbeigekommen, hat gesagt, ihr seid aber ein bisschen dick und breit und ein bisschen langsam. So, mittlerweile hat man aber festgestellt, ist überhaupt nicht so, sondern die sind da hingegangen und haben natürlich das gemacht, was du gesagt hast. Die haben schön gefeiert und rumgevögelt und deswegen hat, glaube ich, ein Drittel aller Menschen immer noch Neandertaler-Gene. Und übrigens, was ich sehr geil fand und so bin ich da auch drauf gekommen, die Menschen, die so wie ich bin so ein Frühaufsteher. Ja, also bei mir spätestens selbst im Urlaub jetzt, die letzten zwei Wochen, spätestens um 6 Uhr, Kopf an. Augen auf, Kopf an. Voll und wenn sie nicht laufen gehen... Und ich bin genau das Gegenteil. Ja, dann hast du keine Neandertaler-Gene. Weil die Leute, das fand ich ganz interessant, man hat festgestellt, dass dieses Frühaufsteher-Gen von den Neandertalern hier aus dem Norden stammt. Du bist aus Düsseldorf. Quasi, also ich glaube, von diesem Mann. Ich glaube, es gab auch Neandertaler in Dortmund. Ich bin mir da ziemlich sicher. Ich habe keine Ahnung, wo meine Vorfahren herkommen. Die Russen haben auch irgendeinen kleinen Menschen ausgegraben, der dann nicht zusammenpasste nach seinem Genom. Du meinst den, den sie sich da und dann haben sie den nach Moskau an den Schreibtisch gesetzt, den kleinen Menschen, der nirgendwo hin? Oder meinst du einen anderen Menschen? Nee, der ist schon Neandertaler, glaube ich. Also Putin ist doch so ein Frühaufsteher. Obwohl, man erzählt, dass er sehr spät zur Arbeit kommt, aber wir wissen ja nicht, was er davor macht. Vielleicht schläft er auch nicht. Ich frage mich. Den kleinen Menschen haben die Russen irgendwo in den Bergen da ausgegraben und wussten überhaupt nicht, was das soll. Und dann haben sie beschlossen, sie dann wieder einzugraben und das Problem ist vielleicht auch gar kein. Man muss nicht in jeder Vergangenheit wühlen. Man kann manche Dinge, das lernt man mit dem Alter, dass man manche Dinge auch einfach auf sich beruhen lässt. Aber Putin, du hast recht, er bekommt schon immer mehr solche skurrile Züge, weil, wenn so ein Diktator erst am Entstehen ist, weißt du, kommen sehr viele Gerüchte. Mhm. Die Gerüchte kochen. Ja. Zuerst hat der Professor, dieser Solovey, der Professor Nachtigall, der russische, erzählt, das ist der Professor, der immer über Doppelgänger berichtet. Ah, okay, alles klar. Jetzt ist der Putin tot, liegt im Kühlschrank, auf Valdai in seiner Residenz im Kühlschrank. Mhm. Ein Monat später war aber dieser Putin dann im Fernsehen, hatte das Gespräch mit dem Volk absolviert, sehr lange, dann 4,5 Stunden Fragen beantwortet und dabei ständig gehustet. Und dann haben alle gedacht, warum hustet er?
Ach so, der war ja sehr lange im Kühlschrank. Sogar so kalt im Kühlschrank, ja. Aber hat er den Schal nicht richtig zugemacht? Ja, ja. Ja? Der war ein Monat im Kühlschrank, ja. Jetzt ist er wieder quasi ja. Auf wahrscheinlich oben ohne? Ja. Haben Sie ihn versehentlich oben ohne in den Kühlschrank? Da hat er sich am Hals einen weggeholt. Das geht schnell. Ja. Nee, also das ist so, an seinem Körper, wo er oben ohne stand, konnte man nicht sehen, dass er noch jung geblieben ist. Aber an manchen, also ich kenne wirklich Leute, die so 70 plus sind, du denkst, wow, das, also, nirgendwo, keine Falte, nicht mal eine Arschfalte, nichts, also gar keine Falte. Respekt. Total super jung. Ja, Respekt. Bei Frauen sehe ich auch oft, nicht jetzt im Winter, im Sommer, von hinten, wenn du die Frau anschaust, okay, das ist jetzt schon Sexismus, ja? Okay, nein. Sexismus, doch. Ja. Warum? Man also ich habe das. Eine Frau anschauen, ja. Ist das Sexismus? Das nein. Ist schon Sexismus. Also ein bisschen schon. Nein. Du denkst, ah! Und das ist doch ganz normal. Also, also. Nee. Nicht? Aber so funktioniert es. Also, Entschuldigung, Person, wenn eine Person. Aber wir sind doch hier, um. Also, die menschliche Rasse ist doch auch hier, wie alle anderen Tiere auf diesem Planeten, irgendwie für Paarung und Vermehrung. Und wenn du jetzt als Mann eine Frau nicht anguckst und die ist attraktiv und du denkst, die ist attraktiv. Dann würden wir aber alle relativ schnell aussterben. Ohne, schneller als Klimawandel und so. Ich glaube, die Art, also ich glaube, es ist die Art und Weise, dann musst du, du darfst dann aber nicht sagen, du darfst sie nicht jetzt auf ihr Gender reduzieren. Du nein. Darfst nicht sagen, Frau. Du kannst auf bestimmten Mensch. Körperteil, also so Hinterteil, das kannst du sagen. So. Mhm. Aber du musst nicht diesem Hinterteil noch ein Gender noch quasi draufkleben. Ja. Okay. Also ein Arsch ist einfach ein Arsch. Und okay, was mir oft ob das jetzt Mann oder Frau ist, ist nebensächlich. Okay, also was mir oft aufgefallen ist. Und das ist auch so, oder? Ja, natürlich. Ja. Aber was mir aufgefallen ist, finde ich, weil du das mit dem Aussehen ansprichst. Also du gehst daher und da sind vor dir zwei Ärsche. Ja? Genderneutral hübsche Ärsche. Und dann gehst du vorbei oder fährst mit dem Auto vorbei und riskierst einen zweiten Blick und stellst fest, das sind zwei völlig unterschiedliche Generationen. Aber die Teile sind identisch. Ja, die sind auch identisch angezogen. Ja, ja. Deswegen altern die Menschen auch nicht. Weil die Alten, ja, deswegen, die Alten so Jugendklamotten tragen genau. Ja. Und die Jungen solche Müllsäcke jetzt mögen, wo sie wie... Genau. Oder die gleichen Klamotten. Und deswegen glaube ich, das ist auch vielleicht einer der Grund, warum das heute mit dem Reifeprozess des Erwachsenenwerdens deutlich länger dauert, als das in unserer Generation noch war. Wir hatten ja zumindest irgendwie Eltern, die wir scheiße finden konnten, also ich zumindest. Ja, wo ich sagen konnte, nee, das, was ihr da macht, das würde ich auf gar keinen Umständen und das finde ich kacke und so, wie ihr rumlauft und überhaupt und ich mache mir mal grüne Haare und so. Und heute, heute gehen die Mädels, die gehen mit ihrer Mutter im Kleidladen einkaufen. Ja, und aber das heißt noch lange nicht, dass sie nicht scheiße finden. Du kannst die Eltern immer scheiße finden. Ja, du musst das nicht jedem sagen. Aber es ist ja schwieriger, dich davon zu emanzipieren, wenn du es noch nicht mal irgendwie öffentlichkeitswirksam nach außen durch deine Kleidung zeigen kannst. Wenn du dir einen geilen Rock kaufst und Mutti kauft sich den geilen Rock dann einen Tag später, hast du doch als Kind ein Problem. Und wenn du nie weißt, ob die Typen aus dem Fußballverein also kommen, Grund, um sie ein dir Grund mehr, auf ein den Grund Hintern mehr, zu gucken, die Scheiße zu finden. Ja. Also noch in einer solchen Art von Konkurrenz jetzt mit eigenen Eltern, das ist doch so. Eine Katastrophe. Na, das ist... Ich denke, jetzt im Laufe der nächsten Jahre wird sich das ausgleichen, dieses Alt und Jung sein. Naja, guck mal, vielleicht funktioniert das nicht mit dieser Gentherapie, dass man 18 wird. Vielleicht hört man damit bei 25 auf. Das heißt also, die Leute werden so, die Jungen werden geboren und bleiben dann wachsen, bis die 25 sind und die Alten schlucken die Tabletten und werden auch wieder 25 und dann sind wir alle nur noch 25. Wobei ich mir gerade, während ich diesen Gedanken habe, so mein eigenes Ich mit 25 vorstelle und denke, zur Hölle, nee. Da willst du nie hin. Echt? Also... So unsicher, so viel Unsicherheit. Das nee, also ich meine, deine geistige Reife wäre ja da, weil ich möchte auch meinen Arsch nicht von 25 haben. Ich also meine geistige Reife war noch nicht da, nein. Eindeutig. Nee, aber wenn du jetzt Tabletten nehmen würdest, um deinen Körper 25 Jahre alt wäre, würdest du das machen? Also ich würde den nicht haben wollen, meinen 25-jährigen Körper. Mit Hirn eines 60-Jährigen im Körper eines 20-Jährigen.
Echt? Nein, nein, nein. Das ist Kinderschändung, ist das. Nee, das also, ich finde mich jetzt gut. Ich finde mich jetzt so mittelalt, finde ich mich gut. So könnte es, also das finde ich, möchte nicht nochmal 18, 20, 25 werden. Ich kenne dich schon sehr lange und eigentlich fandest du dich immer gut. Also ich kann mich nicht erinnern jetzt an eine andere Haltung. Von ja, das ist ja das mit dem Älterwerden, wenn man dann zurückblickt und feststellt, war nicht gut. Ja, dann nicht einmal denkst du, ja, jetzt bin ich noch besser. Ja, genau, mit 16 denkst du so, ich habe die Welt verstanden, das ist total geil, ihr habt alle keine Ahnung, ich zeig's euch, wie es geht. Mit 22 denkst du, boah, Mann, Alter, bist du ein Opfer. Und dann guckst du mit 32 zurück und denkst, ach, du liebes bisschen. Und irgendwann so mit Mitte 40 denkst du dir so, Gott, was für ein Scheiß. Und das Einzige, was du weißt, ist, dass du eigentlich zwar denkst, du hast es verstanden und du weißt ganz genau, da kommen noch 40 Jahre mindestens, in denen du feststellst, dass du nichts verstanden hast. Aber wenn du die Erkenntnis erstmal hast, dann hast du nicht mehr diesen missionarischen Eifer. Dieses, ich weiß alles, wenn du weißt, eigentlich weiß ich gar nichts, aber es ist nicht geil und ich hätte ganz gerne noch einen Schluck Wein dazu. Finde ich, ist eine gute Zeit. Das eine ist wie das andere vorübergehend. Ja, leider. Alles fließt, alles geht. Genau. Auch unsere Sendung geht langsam zu Ende. Was können wir unserem Publikum wünschen am Ende dieses Gesprächs? Gute Gesundheit. Faltenfrei. Ja. Faltenfreie Haut. Bärte ab. Das ist wirklich nicht gut. Nein. Es sei denn, ihr seid Taxifahrer, dann ist okay. Aber sonst. Warum Taxifahrer? Das gehört, glaube ich, zum... Zur Street Credibility eines anständigen Taxifahrers. Ja, alles klar. Auf die Taxifahrer. Also rasiert euch. Ja.